Ich sehe hier Ostereier. Das bedeutet, Epic, wir feiern heute Ostern. Ja. Es ist zumindest der Ostersamstag sozusagen. Das heißt, wir haben hier noch ein paar Sachen offen. Und unsere kleine Tradition ist es, an Ostern was zu essen. Pfannkuchen. Das heißt, wir machen heute natürlich ganz frische Pfannkuchen zusammen. Wir brauchen dafür einmal das Rezept. Du kannst gerne mit Gemüsesuppe, Käsekuchen, Döner, Pfannkuchenrezept. Oh, da oben, ja. Hab es. So, okay. Für Pfannkuchen brauchen wir 2 Eier. Willst du mir hier mal gucken, was wir alles schon haben? Ja, kann ich machen. Also, 2 Eier, ein Eimer Milch. Haben wir nicht. Nein, eine Prise Zucker. Haben wir auch nicht. 16 Weizen. Gar nichts. Nein, wir haben nur die Eier. Haben wir irgendwas angepflanzt letztens? Karotten und Tomaten. Auch kein Weizen. Und vor allen Dingen auch keine Milch. Aber ich habe eine gute Idee. Wir haben hier unten einen direkten Nachbarn. Wir sind so ein bisschen abseits von allen. Aber hier ist ein Kämpfer neuerdings und der könnte vielleicht irgendwas ja parat haben. Vielleicht können wir uns ja was ausleihen. Hallo Willi, Moment mal. Wie geht es dir erstmal? Hey ihr zwei, schöne Ostern erstmal. Kann ich euch weiterhelfen? Wir brauchen ein paar Zutaten. Pass auf, wir brauchen ein Eimer Milch, eine Prise Zucker und 16 Weizen. Hast du davon irgendwie was? Weil wir brauchen unbedingt die Sachen für Pfannkuchen. Pfannkuchen sind saulecker. Ich kann euch gerne mit Milch weiterhelfen. Stimmt, der Kämpfer hat nämlich eine eigene Kuh. Vielen Dank. Merkt einfach meine liebe Dörte. Dörte, hast du ein bisschen Milch für uns? Warte mal, ich brauche einen Eimer. Oder hast du einen Eimer? Nee, ich habe keinen. Wir haben Wassereimer, aber auf jeden Fall bei uns, ne? Ja, die können wir leer machen und dann ein bisschen Milch holen. Sehr gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Weizen und Salz. Ja, ich weiß nicht, ob wir das alles so schnell bekommen. Okay, Wassereimer, den entleere ich einfach mal. Ja. So, neues Fältchen. Und Dörte, wir haben Milch. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Mit den anderen Zutaten kann ich euch leider nicht weiterhelfen. Aber der lokale Lebensmittelshop sollte noch offen haben. Beeilt euch aber lieber mal. Stimmt, Feiertag bedeutet nicht lange Öffnungszeiten. Epic, wir sollten uns beeilen. Und dafür können wir unser cooles neues Auto benutzen. Oh ja. Oh, warte, ich gebe dir ganz kurz den Autoschlüssel. Bitte schön und du fährst hin mit mir natürlich als Beifahrer. Bitte schön. Ja, ich steig ein, bitte auch einsteigen, Katja. Dankeschön. Okay, beeil dich mal lieber, nicht, dass wir sonst zu spät. Moment, hast du das gehört? Oh mein Gott, wir sind über irgendwas gefahren. Oh Gott, warte, aussteigen. Epic, wir haben ein Häschen überfahren. Moment mal, oh nein, Häschen. Oh Gott, geht's dir gut? Oh nein, Epic, wir müssen das irgendwie zum Tierarzt bringen oder sowas. Das stimmt, oh nein, es tut mir leid. Das es redet. Oh. Hey, ihr wisst schon, dass euer Auto einen Rückspiegel hat? Epic? Ja? Warum kann der Hase sprechen? Sorry. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat sich leid. Richtig wehgetan. Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Mein Gesicht, meine Beine, alles schmerzt. Sollen wir dich irgendwie zum Tierarzt bringen? Wir können dich hinbringen oder irgendwie was? Als ob ihr nicht ahnen könnt, wer ich bin und warum ich sprechen kann. Also bitte. Oh, Moment mal. Katja, das ist der Osterhase. Das was? Oh nein. Das ist der Osterhase? Bist du der Osterhase? Oh. Also auch für solche wie euch. Ja, ich bin der Osterhase und ja, ich kann reden. Cool, cool, cool. Aber ich brauche Hilfe. Ja, was brauchst du denn? Wie können wir dir weiterhelfen? Besorg mir bitte Schmerzmittel oder einen Verband, irgendwas. Okay, Epic, wir laufen jetzt einfach lieber, falls wir irgendwie noch ein, keine Ahnung, Häschen, Weihnachtsmann, irgendwas irgendwie verletzen. Wir müssen unbedingt, warte mal, wir haben 2 Shops hier. Einen Spielzeugladen und einen Lebensmittelladen. Die haben doch beide keine Sachen davon, oder? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Oh nein. Okay, warte mal. Wir probieren es einfach mal bei den Lebensmitteln, würde ich sagen. Hey Kai, wir brauchen unbedingt deine Hilfe. Wir brauchen unbedingt was. Hey Katze, hey Epic, was kann ich euch heute anbieten? Wir brauchen einen Verband oder Schmerztabletten oder irgendwie sowas. Irgendwie Pflaster, irgendwas. Pflaster habe ich nicht da. Schmerzmittel erst recht nicht. Tut mir echt leid. Spätestens in ein paar Tagen sollte etwas da sein. Oh nein. Epic, wir haben ein großes Problem. Der Osterhase, irgendwie habe ich das Gefühl, er ist so ein bisschen ange...
Ja, so ein bisschen kriescremig drauf. Ich ja, weiß nicht. Stimmt, der ist ein bisschen böse auf uns, glaube Und wenn wir jetzt ich. Nichts haben, Epic, wir müssen ihm unbedingt was mitbringen. Ja, das stimmt. Vielleicht können wir ihm erstmal eine Karotte mitbringen aus unserem Garten. Das ist eine gute Idee. Und vielleicht ein kleines Souvenir aus dem Spielzeugladen vielleicht. Oh, vielleicht so ein kleines Häschen für ihn. Stimmt, warte. Moment. Hey, also da wird auf jeden Fall ein Häschen verkauft. Hat sie auch noch eins? Ja, 16 Gold, Nuggets. Ha, hast du irgendwas dabei? Ich habe gar nichts dabei. Wir haben bei uns doch ein bisschen was im Haus. Ja, willst du es holen? Ja, ich hol's. Dankeschön. Wir hätten gern den kleinen Stoffhasen da. Das Häschen wird gekauft. Sehr gut. Okay, ich glaube, der Osterhase, der muss sich ja so ein bisschen wenigstens jetzt freuen, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, mal gucken. Dann schleichen wir jetzt nochmal hin und holen eine Möhre. So. Ja, sehr gut. Also, lieber Osterhase, wir haben zwar jetzt nicht unbedingt die Sachen geholt, was du haben wolltest, aber Epic, Platz hier ist mal neben ihnen. Schau mal, wir haben hier was für dich. Wir haben einen Stoffhasen und eine Möhre, wenn du möchtest. Das ist doch schon mal was. Ihr habt mir einen Stoffhasen mitgebracht. Ist das euer Ernst? Wie soll ich das heute packen? Was denn packen? Was macht eigentlich der Osterhase Epic an Ostern? Ich weiß es nicht. Verteilt er Eier? Ich glaube schon. Musst du Eier verteilen oder was? Die ganzen Geschenke verteilt er auch. Habt ihr etwa nicht bei dem Osterei-Su-Spiel heute mitgemacht? Ich muss die Gewinne ausliefern. Stimmt, da war was. In unserer Stadt waren ganz viele Ostereier, die gesucht werden konnten. Da haben wir jetzt nicht mitgemacht, zufälligerweise. Ah, und da musst du die Gewinne jetzt sozusagen machen. Ja, ihr müsst es wohl jetzt tun. Hier ist die Liste. Wie, hier ist sie? Da sind die Gewinne. Osterei-Versteckspielgewinne. Erstes Ei, zweites. Es gibt 5 Eier zu finden. Okay, und jetzt müssen wir dann die Leute suchen anscheinend. Also bedeutet das, ich kann es gerne mal vorlesen. Also das erste Ei gewinnt 10 Gold, das zweite Ei gewinnt ein Schaukelpferd, das dritte Ei gewinnt einen Hund, das vierte Ei einen Einkaufswagen, das fünfte Ei 10 Tomaten. Wie finden wir denn jetzt die Gewinner? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wollen wir einfach mal rumfragen? Hey Maisie, hast du ein Ei gefunden? Ich sammle so einen Schrott nicht. Hey. Okay. Vielleicht der kleine Gregor? Nee, ich glaube nicht. Auch Epic, das ist richtig schwierig. Jetzt müssen wir uns hier durchfragen, wer was gewonnen hat. Ja, natürlich. Hallo Fabio. Ei? Nee, ja, weiß ja auch schon, was ich meine. Daisy, hat die vielleicht... Die hat ein Ei in der Hand! Guck mal! Daisy! Der hat's gefunden! Hast du das Ei zufällig heute gefunden? Oh, hey, gut gesehen. Das Ei war einfach in meinem Haus versteckt. Eigentlich sollte ich jetzt einen Preis dafür bekommen. Genau, heute sind wir für den Preis zuständig. Deswegen bedeutet das, du kannst was von uns gewinnen. Oh, echt? Auf meinem Ei steht die Zahl 2. Hilft euch das? Ja. Das heißt, sie hat das Schaukelpferd gewonnen. Oh. Aber Epic, wir haben ja gar keine Gewinne. Die müssen wir kaufen im Spielzeugladen. Oh mein Gott, wir müssen die selber kaufen. Das stimmt. Wart mal ab. Wir sind gleich wieder da mit deinem Gewinn. Hast du noch die Gold-Ingots Nuggets dabei? Ja, alles dabei. Du kannst das Schaukelpferd gern kaufen. Ja, mach ich. 16, oder? Ja, okay. Schau mal. Ich meine, wir haben den Osterhasen angefahren. Ein bisschen was müssen wir irgendwie zurückgeben. Okay, Daisy, wir haben hier deinen wunderschönen Gewinn. Und zwar schau mal, dieses Schaukelpferd. Wie cool ist das denn? Ein Schaukelpferd? Das kann ich ja gar nicht benutzen. Naja, ich kann es einfach dem Nachbarskind zum Geburtstag schenken. Das ist doch eine gute Idee. Ich hoffe, du hast dich gefreut und es hat dir Spaß gemacht, bei dem Gewinnspiel teilzunehmen hier. Dennoch vielen Dank. Ich spare mir mit dem Preis ja wirklich Geld. Also echt cool. Ja, gar kein Problem. Und Epic, wir müssen die weiteren Gewinner finden. Ja. Hallo Tessa, hast du ein Ei gefunden oder so? Was geht euch das an? Hey! Ja. Damien, hast du ein Ei gefunden? Warte, das war heute? Das habe ich voll verpasst. Nein. Oh, Ruby, hast du ein Ei gefunden? Ich bin noch auf der Suche. Oh, Epic. Ich weiß nicht, wer hier noch ein Ei haben könnte. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also der Lebensmittelshop-Besitzer... Glaube ich nicht. Vielleicht fragen wir mal bei der Familie hinten nach. Ich glaube, die heißt Familie Nölli oder so. Da ist der Vater. Hallo Axel, wie geht es dir? Kann ich euch weiterhelfen? Hast du heute vielleicht ein Ei gefunden oder sowas?
Ei und dann ist da eine Zahl drauf gewesen. Irgendwie sowas Auffälliges. Nee, Eier habe ich nicht gefunden. Meine Frau hat heute Morgen aber welche gekocht. Wollt ihr ein paar? Nee, danke. Aber trotzdem vielen Dank. Okay. Oh, ich glaube, das wird nichts. Und der kleine Gary, hast du was gefunden? Hast du ein Ei gefunden oder sowas? Ich habe heute Morgen eins gefunden. Wo hast du es gefunden? Hast du es noch bei dir? Wenn ja, welche Zahl ist drauf? Wo das ist? Wo ist das? Oh, weh, du hast es irgendwie wieder zurückgelegt oder so. Da müssen wir wieder jemand anderen finden. Ah, bei den Frühstückseiern. Hoffentlich hat das Papa noch nicht gegessen. Was ist da los? Bei den Frühstückseiern? Moment, 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 Moment. Vielleicht... Oh, oh. Da sind die Frühstückseier. Da liegen sie. Aber welches Ei ist davon... Wir fragen nochmal Axel. Und ich glaube, er hat wirklich eins gerade essen wollen. Hey! Ja, ich wollte es gerade essen. Hat das mein Sohn da reingelegt? Ja, das ist das Gewinnspiel. Ei, du hast was gewonnen. Okay, welche Nummer steht da drauf? Passt zu ihm. Hier steht eine 3 drauf. Ist es wichtig? Die ja, 3. Sehr wichtig. Oh, die 3 ist ein Hund-Epic. Wir haben einen Hund gewonnen. Dann haben sie schon 2. Okay, das ist ja süß. Wir müssen kurz einen Hund. Ich meine, wir müssen kurz das Gewinnspiel suchen. Epic, wir brauchen einen Hund. Wo sollen wir den jetzt herbekommen? Woher sollen wir einen Hund herbekommen? Hier ist ein Gepard ist hier oder was weiß ich, was es ist. Wir haben hier Vögel, aber wir werden hier doch keinen Hund finden. Vor allen Dingen brauchen wir ja sogar Knochen und alles. Das stimmt. Okay, Epic, das bedeutet, wir müssen jetzt suchen. Oh weia. Okay, wir geistern. Da ist ein Hund. Da ist tatsächlich. Ein Hund. Und Knochen hatten wir übrigens auch schon. Salmon. Ja, hey, bitte, bitte, bitte. Ich habe nur einen Knochen, Epic. Und er mag mich. Er mag dich. Okay, schnell zurück zu Familie Nölli. Oh Mann, die haben einfach einen Hund gewonnen. Aber das ist schon ein krasses Gewinnspiel dann, oder? Das stimmt. Also der Osterhase hatte interessante Gedanken auf jeden Fall. Und hier ist der versprochene Gewinn. Ein neuer Hund. Wir bekommen noch einen Hund. Ja, der ist super süß. Und den haben wir natürlich für euch gerade geholt. Ich hoffe, ihr freut euch sehr. Auweia, für den haben wir kaum Platz. Aber hey, Karen wird sich sicherlich freuen. Karen, schau mal. Das ist euer neuer Hund. Oh, wie cool ist das denn? Ein neuer Hund. Oh mein Gott, heißt das, wir haben doch ein Ei gefunden? Ihr habt doch ein Ei gefunden. Dann wünsche ich euch mit eurem neuen Hund ganz viel Spaß. Wo ist denn der jetzt hier? Der geht da hinten spazieren. Hey, Wuffi, guck mal. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Bitteschön. Und hier machst du schön Sitz. Das ist deine neue Familie. Viel Spaß. Und wir müssen jetzt den nächsten Gewinner suchen. Wir haben gerade mal 2 Leute gefunden. Oh, stimmt. Ah, wo ist denn noch jemand hier, der irgendwas gewonnen haben könnte? Naja, da hinten. Bei uns der Gegend? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht der Camper könnte vielleicht stimmt. noch was gefunden haben. Oh, ich weiß auch nicht so ganz. Die Maisie, die haben wir schon gefragt. Was ist mit ihr hier? Moment mal. Sie hat Ei in der Hand. Oh, sie hat auch was hey, gefunden. Hey, wir müssen dich mal was fragen. Komm mal raus, komm mal raus, komm mal raus. Ist das ein Ei, was du gefunden hast, Sissi? Ich habe ein Ei. Ich habe ein Ei. Ah, Moment mal. Ihr seid ja gar nicht der Osterhase. Naja. Ja, nee. Aber wir gehen heute auf jeden Fall seine Arbeit machen. Und deswegen kriegst du einen Gewinn. Welche Nummer steht drauf? Ah, auf meinem ist die Zahl 4. Du bekommst einen Einkaufswagen. Den müssen wir kurz mal beholen. Epic, ich glaube, den Einkaufswagen müssen wir klauen. Ich sag's, wie es ist. Vom Lebensmittelladen. Ja, wir können ihn ja lange ausleihen. Stimmt, wir können ihn lange ausleihen und wir kaufen ja auch regelmäßig bei dem Shop ein. Deswegen, ich glaube, das sollte kein Problem sein. Okay, dann nehmen wir hier mal ganz kurz einen Einkaufswagen mit und gehen nochmal zu Sissi. Gut, dass Sissi gefunden haben mit dem Ei. Dann fehlen noch 2 nur noch. Und Sissi, guck mal, wir haben einen richtig nice Gewinn für dich. Schau dir das hier mal an. Moment und zack. Ein Einkaufswagen, der Hammer. Damit kann ich jetzt immer Leute hin und her schieben. Ich bringe ihn direkt nach Hause. Ganz viel Spaß mit dem Einkaufswagen und Epic, ich würde sagen, wir gehen mal zum Camper und gucken, ob der noch ein Ei gefunden hat und ansonsten werde ich langsam echt ratlos. Dem Musterhasen geht's auch nicht wirklich besser. Nein. Oh weia, oh weia. Und der Camper sieht nicht aus, als hätte er irgendwas gefunden. Aber ich sehe hier jemanden. Oh, die Secret. Hey, du hast ein Ei gefunden. Glückwunsch. Ich habe das Ei gerade gefunden. Wuhu. Okay, sehr nice. Wir sind heute für die Gewinne zuständig. Das heißt, du müsstest uns einmal sagen, welche Zahl auf dem Ei draufsteht. Hier steht die 5 drauf. Das heißt, du bekommst
10 Tomaten. Okay, warte mal ganz kurz. Ja. Wir haben Tomaten angepflanzt. Stimmt, tatsächlich, die können wir nehmen. Ich hoffe, es sind aber 10, mindestens, ne? Weil sonst... Ja, aber vielleicht bekommen wir auch mehr aus einer Pflanze raus. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Okay, wir haben hier schon mal 2, 5, 9, 13. Okay, sie kriegt noch mal 3 mehr obendrauf. Und schau mal, frische, dich gepflückt, ganz viele Tomaten. Das ist dein Gewinn. Tomaten, daraus kann ich eine leckere Tomatensauce machen. Ach, wie herrlich. Ganz viel Spaß mit den Tomaten. Und Elfie, wir haben noch einen übrig. Den letzten. Oh, 10 Gold. Das erste Ei. Wer hat das erste Ei? Ich weiß es nicht. Vielleicht können wir auch noch mal zur Not den Osterhasen fragen. Wo ist der Osterhase hin? Stimmt, der ist nicht mehr da. Vielleicht ist er reingegangen. Das könnte sein. Moment mal. Hier ist eine Nachricht. Vielleicht ist er... Oh nein, vielleicht ist er gegangen, weil er so Schmerzen hatte. Das Epic. Stimmt. Okay, ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich der Osterhase verletzt werden... Moment. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich der Osterhase verletzt werden kann. So hört sich das schon besser an. Das war alles ein Test und ihr habt diesen super bestanden. Ich bin jetzt schon wieder in einer anderen Stadt und ein Ei, ja, das war gar nicht versteckt. Sondern wartet neben eurem Haus auf euch. Moment mal, wir haben ihn gar nicht angefahren. Ich glaube, wir haben ihn schon angefahren, aber ich glaube, er kann nicht verletzt werden eigentlich. Oh, das war ein Test. Stimmt. Und das ist unsere Belohnung. Diamanten? Mit dem ersten Ei, Epic, das wir haben das Ei. Aber ja. Eigentlich war das nur 10 Gold. Wir haben ein bisschen mehr bekommen. Wir haben vor allen Dingen so viel Diamant bekommen. Oh nice. Wie ist das denn? Und Hauptsache ist, dass dem Osterhasen gut geht. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte mich auch gewundert. Ich meine, es ist der Osterhase, als ob der so schnell verletzt werden kann. Aber wir sollten trotzdem vielleicht öfter den Rückspiegel benutzen. Das stimmt. Das nächste Mal wissen wir es besser. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.